Fast auf die Minute genau, vor 14 Tagen, habe ich im Rahmen meines Experiments diesen schicken Sensor an meinem Oberarm angebracht und seitdem 20.160 Glukosemessungen im Minutentakt durchgeführt. Vor etwa 20 Minuten kam dann ein lautes Signal aus meinem Smartphone mit der Information, dass die Lebensdauer dieses Sensors abgelaufen ist und wir damit mein Experiment beenden können. Wenn ich die App jetzt öffne, dann kommt diese Information, neuen Sensor anbringen. Und ich muss wirklich sagen, die Hardware hat richtig gut gehalten. Nicht nur 14 Duschen in den vergangenen 14 Tagen und Nächte, in denen ich mich gedreht habe oder auch gewälzt habe, sondern ich habe fast jeden Tag Sport getrieben, stark geschwitzt, sogar ein Saunabad genommen, bin auch zweimal hängen geblieben, einmal an die Tür gestoßen und einmal an einem Möbelstück hängen geblieben. Und all das hat wirklich diesem Sensor nichts ausgemacht, er hielt also bombenfest. Und wenn ich ihn jetzt gleich vor laufender Kamera entferne, bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege. Es heißt also, man soll einfach diesen Sensor ähnlich wie ein Pflaster hier entfernen. Ich vermute mal, dass das aber sehr fest ist. Ja, es geht aber ganz gut. Man kann ansonsten auch etwas Öl verwenden. Einfach den Sensor abziehen, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. So sieht er aus auf der Unterseite. Und das war es schon. Ja, ich möchte dir gerne in diesem Video meine 10 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Experiment der vergangenen 14 Tagen vorstellen. Und ich verspreche dir, es sind einige Überraschungen dabei. Und ich bin ziemlich sicher, dass du am Ende dieses Videos sagen wirst, das muss ich wirklich ausprobieren. Warum? Das erfährst du jetzt. Lass uns direkt starten mit meiner ersten sehr wichtigen Erkenntnis aus dem Experiment. Und die lautet, das Thema ist sehr komplex. Zu glauben, innerhalb von 14 Tagen den eigenen Glukosespiegel und seine Schwankungen genau zu verstehen, ist ein großer Irrtum. Das Thema wird oft sehr vereinfacht dargestellt und ist mittlerweile ein wahrer Hype geworden. Aber es geht um viel mehr als nur niedrige Glukosespiegel oder das Vermeiden der berühmten Achterbahn. Wir müssen viele Einflüsse berücksichtigen. Natürlich das Geschlecht, die Körpergröße, das Alter, Einflüsse durch Essen und Trinken, Einflüsse durch Bewegung und Sport, Einflüsse durch Schlaf und biologische Rhythmen, Einflüsse durch Klima und Jahreszeiten. Dann haben wir natürlich Einflüsse durch unseren Magen-Darm-Trakt, unsere Verdauungskraft, die sich auch auf den Blutzuckerspiegel auswirken kann. Hormonelle Einflüsse, zum Beispiel der Menstruationszyklus der Frau. Eine Frau erlebt nicht immer die gleichen Glukosespiegel, sondern je nachdem, ob sie sich prämenstruell, menstruell oder postmenstruell oder rund um den Eisprung befindet, gibt es hier natürlich sehr unterschiedliche Einflüsse. Wir haben psychovegetative Einflüsse, das heißt die Frage, wie haben wir geschlafen, wie lange und wie gut, wie sehr standen wir unter Stress, welche Belastungen haben wir erfahren, wie intensiv haben wir gearbeitet oder hatten wir einen ruhigen, erholsamen Tag. Medikamentöse Einflüsse und auch Einflüsse zahlreicher Nahrungsergänzungsmittel wirken sich auf den Blutzuckerspiegel aus. Wenn wir all diese Einflüsse nicht berücksichtigen, werden wir diesem Thema nicht vollständig gerecht. Und trotzdem ist es klar, dass wir vieles eigenständig analysieren können. Denn um das genau zu analysieren, benötigst du natürlich eine professionelle medizinische Begleitung. Ich möchte dir aber zeigen, was du selber erfahren kannst anhand meiner Erfahrung aus den vergangenen 14 Tagen. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns gleich meine zweite Erkenntnis an. Die lautet, finde deinen Wohlfühlspiegel. In welchem Glukosebereich erlebst du dein größtes Wohlbefinden? Das gilt nicht für alle Menschen gleichermaßen. Für mich gilt, mein Wohlbefinden ist am stärksten zwischen 80 und 120 Milligramm pro Deziliter. Das war zumindest das Ergebnis der vergangenen 14 Tage. Meinen besten Tag innerhalb dieser 2 Wochen hatte ich am 10. August. Und da siehst du tatsächlich, dass mein Zucker nicht unter 80 sank und nicht über 120 stieg. Es war eigentlich ein relativ anspruchsvoller Tag. Wir hatten Ausbildungsabschluss, ich habe also unterrichtet, etwa 5-6 Stunden, dann noch viele persönliche Gespräche geführt. Es war auch sehr emotional alles. Und wir haben uns dann belohnt am späten Nachmittag mit einem leckeren Rucola-Salat, mit etwas frisch geriebenem Käse vorweg, danach einer guten Tagliolini-Pasta und einem leckeren Glas Rotwein.
Also eigentlich alles Kriterien, wo man sagen würde, Moment mal, das müsste doch den Blutzucker stören. Hat das aber kaum getan. Es gab natürlich einen leichten Anstieg. Daraus folgte dann der Abfall, wieder ein Anstieg. Aber es war ein relativ gleichbleibender Glukosespiegel. Ich habe mich an diesem Tag sehr kraftvoll gefühlt, sehr klar gefühlt, war enorm leistungsfähig und vor allem meine Stimmungslage war wirklich optimal. Das war sozusagen mein Lieblingstag. Du siehst hier mal den Glukosedurchschnitt von insgesamt 103 Milligramm pro Deziliter über die vergangenen 14 Tage und das Ganze auch nochmal aufgegliedert hier in diesem Balkendiagramm. Da siehst du also die entsprechenden Uhrzeiten. In der Nacht lag ich dann meistens unter 100, das sollte auch so sein, um die 95, 96, dann nach dem Aufwachen um die 100. Das geht dann so bis zum Nachmittag. Wir haben meistens am Nachmittag eine Hauptmahlzeit, die wir verzehren. Deswegen hier der höchste Ausschlag mit 119 und dann geht es am Abend wieder auf 106, 104 zurück und fällt dann in der Nacht wieder unter 100. Das waren auch insgesamt so die Spiegel in den 14 Tagen, wo ich sagen würde, es war eine gute Zeit. Obwohl ich doch einiges probiert habe, gegessen habe, von Pizza über Pasta über viele Kohlenhydrate, was ich sonst nicht immer tue, um einfach auch meinen Glukosespiegel ein bisschen herauszufordern und zu schauen, was passiert denn da ganz konkret. Bewerte dabei bitte immer subjektiv die Parameter, die du schon im letzten Video Teil 1 dieses Glukoseexperimentes kennengelernt hast. Ich wiederhole sie gerne nochmal. Dein Schlaf, dein Energieniveau, deine körperliche Kraft, deine Stimmungslage, also deine emotionale Gesinnung, Hunger und Gelüste sowie deine kognitive Leistung, wie zum Beispiel Konzentrationsvermögen. Und messe objektiv dazu deinen Tages- und Nachtspiegel. Das ist hier in dem Fall ein Tagesdiagramm. Du kannst dann auch die Einzelspiegel nochmal voneinander unterscheiden. Dann den Glukosedurchschnitt, den du hier siehst in der Grafik. Dann bitte immer dein Gewicht und die Verteilung. Verteilung wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, im Rahmen einer Bioimpedanzanalyse die einzelnen Körperkompartimente nochmal zu unterscheiden, also Muskelmasse, Wasser und Fettanteil. Das hätte den Vorteil, dass du hier eventuelle Veränderungen in Verbindung mit deinem Glukosespiegel erfassen könntest. Und natürlich den Puls und Blutdruck, der auch wiederum mit den Glukosespiegeln in Verbindung steht. Das sind also die Parameter, die du selber heranziehen kannst. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel für einen Tag, an dem ich mich am schlechtesten gefühlt habe. Und das war der 14. August und du siehst hier meine Glukosespiegel. Viel mehr Schwankungen, du siehst hier richtige Spikes, also Ausschläge, Peaks. Und zwar interessanterweise einmal in der Nacht, das war auch keine gute Nacht, ich bin aufgewacht in dem Moment. Dann siehst du hier nochmal einen hohen Peak mit etwa 160. Was gab es da Gutes zu essen? Wir haben Indisch gegessen, Bengen Bhartha. Also die leckere Aubergine aus dem Tandoori-Grill, liebe ich. Plus noch Dal, also das leckere Linsengericht, wurde gegessen. Etwas Gurkenreiter gab es noch dazu, aber kein weiteres Brot und etwas Basmati-Reis. Das Ganze hat es also nach oben gejagt. Wir haben dazu ein alkoholfreies Bier, ein sogenanntes Dol Null getrunken, was natürlich als alkoholfreies Bier im Verhältnis eine ganze Menge freien Zucker enthält. Das ist immer der Nachteil der alkoholfreien Getränke, die haben oft mehr Zucker. Und das hat eben den Zuckerspiegel hochgetrieben. Dann ging er runter, ging wieder ein bisschen hoch, wieder runter und dann fiel er doch ziemlich stark ab. Und das Ganze führte einfach zu keinem guten Gefühl. Hinzu kam noch, dass das indische Restaurant scheinbar Öle, Fette verwendete, die mir nicht so zuträglich waren. Ich hatte ein Völlegefühl, habe aufgestoßen, auch ein bisschen Sodbrennen gehabt. Also dem Magen-Darm-Trakt gefiel dieses Essen auch nicht wirklich gut. Und deswegen würde ich sagen, war das am 14. August tatsächlich der Tag, an dem ich mich am schlechtesten fühlte. Kommen wir zu meiner Erkenntnis Nummer 3 und die lautet, je weniger Schwankungen, desto besser. Schau dir mal diese beiden Tage im Unterschied an, der 11.8. und der 10.8. Am 10.8. sehr wenig Schwankungen. Da ging es mir richtig gut. Das ist der Tag, den ich vorher schon zitierte, ja, also wo ich gelehrt habe, wo ich einen intensiven Arbeitstag hatte, viele persönliche Begegnungen, viele Gespräche und gleichermaßen auch wenig gegessen habe und dadurch den Blutzucker recht gut konstant gehalten habe und trotz dann dieses leckeren Essens am Nachmittag der Zucker nicht stark anstieg. Im Vergleich zum 11.8., wo wir hier einen starken Anstieg hatten, schauen wir mal hinein. Was ist denn da passiert? Ganz spannend, hier habe ich eine Bionade getrunken, genauer gesagt zwei Gläser. Wir waren eingeladen auf einem großen Empfang in einem Demeter-Bauernhof und dort gab es also wundervolles Essen und ich habe
zunächst einmal nach einem Vortrag dann zwei Gläser Bionade getrunken, einmal so ein Tonic Water, einmal so eine Art Bitter Lemon. Da war wohl viel Zucker scheinbar drin und das hat meinen Zuckerspiegel extrem ansteigen lassen. Denn danach habe ich interessanterweise etwas gegessen, was ich normalerweise so gut wie nie esse. Ich lebe fast fleischlos, nicht ganz radikal, aber fast fleischlos. Also eher vegetarisch orientiert und habe aber an diesem Tag ausnahmsweise Rindfleisch gegessen, weil es war also Edelteile vom Rind in Demeter-Qualität und ich dachte, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, so etwas Feines in Demeter-Qualität vor Ort zu probieren, dann tue ich das auch. Das heißt, ich habe also Fleisch gegessen mit Salat vor allem, ein bisschen Kartoffel, aber nur so drei kleine Kartoffelchen. Die haben den Zucker nicht mehr groß beeinflusst, aber dieses zuckerhaltige Getränk hat ihn also nach oben geschossen. Dann ging es also sequenziell nach unten. Wir haben dann richtige Gelüste bekommen, nachdem wir von dem Empfang uns verabschiedet hatten, wieder zurückgefahren sind hier in den Hochtaunus und sagten, komm, wir fahren noch mal ins Café am späten Nachmittag und essen noch ein leckeres Stückchen Kuchen. Daraus wurden am Ende zwei Kuchen, ein Käsekuchen und ein Apfelkuchen mit einem Cappuccino. Hat natürlich automatisch den Zucker noch mal nach oben getrieben. Dann wieder nach unten. Es gab ein paar Schwankungen in dem Zusammenhang. Und das hat insgesamt dazu beigetragen, dass ich also an diesem Tag mit diesen Schwankungen mich nicht wirklich gut gefühlt habe im Vergleich zu diesem Tag. Was machen diese Schwankungen? Sie verursachen Müdigkeit. Das habe ich also mehrfach festgestellt in den vergangenen 14 Tagen. Kognitive Einschränkungen. Du bist nicht mehr so klar, nicht mehr so leistungsfähig. So ein bisschen dieser berühmte Brain Fog, dieser Nebel. Du kannst dich nicht so gut konzentrieren, nicht mehr so gut erinnern. Also kognitiv einfach leistungseingeschränkt. Unruhe kann entstehen. Innere Anspannung. Stimmungsschwankungen, also du bist schneller gereizt, du fühlst dich einfach nicht wirklich ausgeglichen. Heißhunger entsteht schnell. Gelüste können entstehen, sowohl auf Süßes als auch auf Salziges. Und das Gefühl, die innere Mitte zu verlieren. Ja, das ist so ein bisschen das energetische Gefühl, was dabei häufig entsteht, wenn du unterzuckerst. Auch ein Gefühl, was ich persönlich zum Beispiel gar nicht mag. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass dieses Gefühl nicht immer dann eintritt, wenn wirklich der Unterzucker gegeben ist, sondern vor allem dann, wenn es schnell abfällt. Also im Prozess des Abfallens, da spüre ich also richtig, Moment, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt bin ich nicht mehr ganz in meiner Mitte. Meine Erkenntnis Nummer 4, vermeide abendliche Glukosespitzen. Die abendlichen Glukosespitzen haben einige Nachteile. Ich zeige dir hier mal zwei Beispiele. Einmal in der Nacht von 11. auf 12. und einmal in der Nacht von 13. auf 14.8. Was wir hier sehen können, einmal gab es Pizza an dem 13.8. schön spät abends, ne, das war mal richtig herausfordernd. Und einmal gab es Chips, das waren zwar eigentlich Linsenchips, aber trotzdem waren es Chips, mit Rosé, alkoholfreiem Rosé-Wein in diesem Zusammenhang. Auch das hat eine Spitze kreiert. Und wir sehen eben, wenn wir diese abendlichen Glukosespitzen haben, dann wird natürlich Insulin ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse. Und dieses Insulin von der Bauchspeicheldrüse hat einen großen Nachteil, speziell wenn es abendlich nochmal stark ausgeschüttet wird. Es hemmt nämlich ein ganz wichtiges Hormon, was unser Jungbrunnen ist, unser Gesundheitshormon, was der Körper selber bildet, und zwar im Tiefschlaf, circa eine Stunde nach dem Zubettgehen bzw. nach dem Einschlafen. Es heißt Human Growth Hormone, das ist das Molekül, auch Somatotropin genannt oder das somatotrope Hormon, unser Wachstumshormon. Und dieses Wachstumshormon sorgt dafür, dass unser Körper repariert wird, DNA-Reparatur erfolgt und wir regenerieren, vor allem körperlich. Es sorgt gleichzeitig dafür, dass wir leichter Muskulatur aufbauen und Fett abbauen können. Es sorgt dafür, dass wir wirklich morgens erholt aufstehen und kraftvoll durch den Tag gehen. Das ist wirklich ein Hormon, was uns sehr viel Energie verleiht. Und dieses Hormon wird leider durch Insulinspitzen am Abend komplett gehemmt, teilweise sogar bis zu 90% weniger ausgeschüttet. Und das ist natürlich ein großer, großer Nachteil. Das heißt, wenn dieses Hormon nicht ausgeschüttet wird, altern wir deutlich schneller. Möchtest du also gesund und kraftvoll altern und vor allem auch im höheren Alter jünger bleiben, dann brauchst du ein gesundes Wachstumshormon und das kannst du durch deine abendlichen Vermeidungen von Glukosespitzen mit nachfolgender Insulinausschüttung direkt beeinflussen. Meine Erkenntnis Nummer 5. Achte auf die Nachtabsenkung. Wenn du wirklich schlafen möchtest, wie ein Murmeltier, richtig tief, erholsam schlafen möchtest, um am nächsten Tag wirklich fit für die Aufgaben zu sein, dann brauchst du niedrige Glukosespiegel. Ich habe dir hier mal zwei Nächte herausgepickt, in denen ich mir markiert habe, dass sie am besten waren.
keine Aufwachreaktion oder nur eine ganz kurze mal mit einer Harnentleerung und dann sofort wieder eingeschlafen. Und wo ich morgens aufgewacht bin, wirklich erholt, wirklich regeneriert und einfach mit einem guten Gefühl. Und das waren eben beides Nächte, in denen der Glukosespiegel niedrig war. Also von daher eine typische Erkenntnis, die man sehr häufig wiederholen kann. Meine Erkenntnis Nummer 6. Meide Zwischenmahlzeiten. Was passiert konkret, wenn du immer wieder zwischendurch isst, weil du irgendwie Gelüste hast, wie hier die Dame, die vor dem Kühlschrank steht? Du siehst hier beispielsweise einen Tag, an dem wir mehrfach gegessen haben. Es gab einmal ein Reisgericht mit Salat, danach gab es dann einen Kaffee, einen Cappuccino mit einem kleinen Gebäck. Dann gab es noch ein Gelato an dem Tag, es war an dem Tag sehr, sehr heiß, es war ein Schokoeis. Kurz danach hatte ich wieder Lust, dann gab es noch eine Buttermilch. Jetzt könnten wir positiv natürlich sagen, naja, aber schau mal, das sind ja jetzt keine großen Spikes mit extremen Abfällen. Das wird ja oft auch argumentiert, ne, von denjenigen, die sagen, ist besser häufiger kleine Mengen, um einfach Blutzuckerschwankungen der großen Art vorzubeugen. Und da sage ich ganz klar, nein. Weil wenn du ständig etwas isst, beschäftigst du auch dauerhaft deinen Magen-Darm-Trakt. Dein Magen-Darm-Trakt braucht Ruhe. Das ist ganz wichtig. Also iss Speisen und verzehre Speisen, die nicht so extreme Spikes erzeugen, die einen langsameren Blutzuckeranstieg kreieren und auch wieder einen langsameren Abfall, aber halte Pausen zwischen den Hauptmahlzeiten ein. Das ist auch ein Zustand, in dem man immer mehr in diese Gelüste hineingeht. Das heißt, immer das Gefühl hat, ich brauche wieder was und brauche noch was und noch was. Das heißt also, wir sind gar nicht so klar und so bewusst. Und außerdem fahren wir natürlich dann auch auf einem dauerhaft höheren Niveau. Und mir geht es um zwei Dinge. Insgesamt dein Glukoseniveau zu senken und parallel die großen Schwankungen zu vermeiden. Aber auch die Gesamtsenkung deines Spiegels ist eben etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Du siehst hier ein weiteres Beispiel vom 7. August. Da habe ich Buttermilch einmal verzehrt. Dann gab es ein Pasta-Gericht mit einem starken Anstieg. Das ist typisch für Pasta. Orangensaft gab es dann, weil ich natürlich hier einen starken Abfall hatte und das Gefühl hatte, ich brauche jetzt irgendetwas. Es war auch warm, also habe ich einen schönen Orangensaft getrunken. Der hat natürlich sofort hochgeschossen. Schau mal, was ein Orangensaft macht. Das ist Wahnsinn. Dann fällt er sofort wieder ab, weil Gott sei Dank meine Bauchspeicheldrüse ja noch Insulin produziert. Aber wenn ich das regelmäßig mache über Jahre, dann rutsche ich relativ gesichert in einen Diabetes. Ja, oder zumindest einen prädiabetischen Zustand. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Ich habe zwar dann am Abend noch mal eine Linsensuppe gegessen, da war dann der Anstieg nicht mehr ganz so stark, ja, weil es primär Proteine sind und komplexe Kohlenhydrate. Aber das ist mal so ein Beispiel, so bitte nicht. Meine Erkenntnis Nummer 7, die lautet Vorsicht, Säfte und Getränke. Und du hast gerade eben ja schon das Beispiel am Orangensaft gesehen. Der Apfelsaft ist leider auch nicht viel besser. Obwohl ich Apfelsaft sehr, sehr gerne trinke. Übrigens von diesem schönen Hofladen haben wir uns in Demeter-Qualität einen großen Kanister mit Apfelsaft mitgebracht. Und der schmeckt wirklich köstlich. Dann haben wir gesagt, wunderbar, den öffnen wir jetzt. Und dann habe ich mal 500 Milliliter Apfelsaft-Schorle getrunken. Du siehst das fantastische Ergebnis. Der Blutzucker ist bis auf 180 hochgeschossen, ja, mit einer kurzen Zacke. Und fiel dann kontinuierlich ab. Das ist natürlich eine Situation, die überhaupt nicht vorteilhaft ist. Denke immer daran, alle zuckerhaltigen Getränke, wir hatten es ja auch vorher mit der Bionade schon, mit dem Orangensaft und jetzt erneut mit dem Apfelsaft, wirken sehr, sehr schnell zuckeransteigend. Deswegen besser komplex das Ganze gestalten, also über die Nahrung. Aber immer wenn du gepresste Säfte zu dir nimmst oder zuckerhaltige Limonaden oder überhaupt zuckerhaltige Getränke, dann geht es sehr, sehr schnell mit dem Blutzucker nach oben, dann meistens auch sehr schnell wieder nach unten. Und dann kommen wir genau in die Felder, in denen wir uns nicht bewegen wollen. Meine Erkenntnis Nummer 8 lautet, Vollkornprodukte sind nicht besser. Das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Denn ich habe über viele Jahre immer das gelehrt, was wir natürlich aus den Büchern kennen. Und da heißt es immer so schön, die einfachen Kohlenhydrate, also wenn du polierten Reis isst oder wenn du weiße Nudeln isst, ja, die schießen ins Blut und erzeugen einen schnellen Blutzuckeranstieg. Und Vollkornprodukte, so habe ich das schon vor 30 Jahren in der Medizin gelernt, die sickern ins Blut, also schön langsam. Ich muss sagen, das ist nicht immer der Fall. Das mag durchaus grundsätzlich richtig sein, diese Aussage, aber meine Erfahrung in den 14 Tagen war definitiv eine andere. Das Beispiel ist hier der Konsum von Emma Vollkornpasta, meine Lieblingsspaghetti aus diesem wundervollen 8000 Jahre alten Urweizen, dem Emma.
Ne, so sehen diese Spaghetti aus. Und was ist hier passiert? Das war also mit der stärkste oder zumindest schnellste Anstieg, den ich überhaupt hatte in den 14 Tagen, von hier unten, summ, einmal nach oben gerast und dann natürlich entsprechend abgefallen. Oder ein weiteres Beispiel, Vollkorn-Haferflocken, ja, Porridge. Der Porridge sorgt auch für einen sehr, sehr schnellen Anstieg. Das Ganze passiert vor allem, wenn du die Kohlenhydrate isoliert konsumierst. Also zum Beispiel nur die Emmer-Vollkornnudel mit einer Pesto-Soße oder mit einem Olivenöl und ein bisschen Aglio Olio Peperoncino oder so etwas. Dann steigt es umso schneller an. Hast du eine Gemüsesoße, wo verschiedene Gemüsearten verarbeitet werden und am besten auch noch eine Proteinquelle, zum Beispiel etwas Mozzarella oder vielleicht etwas Sojaartiges für die Veganer, aber auf jeden Fall noch eine Proteinquelle, dann erfolgt der Blutzuckeranstieg langsamer. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also je isolierter die Getreide und Kohlenhydrate konsumiert werden, desto schneller kommt es zum Glukoseanstieg, auch bei Vollkornprodukten. Also das ist kein Alibi zu sagen, naja, es ist ja Vollkorn, dann kann ich es regelmäßig konsumieren. Ich habe für mich sofort die Konsequenz daraus gezogen, dass ich den Anteil meiner Emmernudeln auf ein Drittel reduziert habe. Ich habe in der Vergangenheit gerne dreimal die Woche, gerade wenn es schnell gehen musste, Emmerspaghetti gegessen. Das habe ich schon mal reduziert auf einmal die Woche, weil diese Art von Zuckeranstiegen ich definitiv nicht regelmäßig fördern möchte. Meine Erkenntnis Nummer 9. Rohkost und Essig vor dem Essen hilft tatsächlich. Das ist ja in aller Munde und wir wissen natürlich aus vielen Publikationen heraus schon, dass der berühmte Apfelessig oder eben auch entsprechend fermentierte Gemüsearten, Sauerkraut zum Beispiel oder das berühmte Kimchi, dass diese Substanzen tatsächlich den Blutzucker reduzieren sollen. Und zwar auf mehrere Art und Weisen. Das Wichtigste für uns erst einmal, wenn wir das vor einer Mahlzeit konsumieren, dann können wir dafür sorgen, dass die enzymatische Aufspaltung in Glukose, die dann resorbiert wird, verlangsamt wird. Und das führt natürlich automatisch zu niedrigeren Glukosespitzen und auch zu langsameren Anstiegen. Ich gebe dir hier zwei Beispiele, wo ich genau das praktiziert habe. Am 19.08. gab es zwei leckere Buttercroissants, die normalerweise den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen lassen. In diesem Fall habe ich 15 Minuten vorher einen großen Esslöffel Apfelessig in 200 Milliliter Wasser aufgelöst oder verdünnt, getrunken. Das war nicht so lecker, muss ich sagen, weil am Morgen Apfelessig zu trinken ist jetzt nicht unbedingt mein gustatorischer Höhepunkt. Aber es hat dazu geführt, dass der Croissant oder die Croissants tatsächlich nur einen Anstieg bis 128, 130 erzeugt haben. Das ist wirklich wenig für Croissants. Und daher hat hier der Apfelessig seine Wirkung entfaltet. Es gab dann an dem gleichen Tag Tagliolini-Pasta, also keine Vollkornpasta. Und da habe ich davor Sauerkraut gegessen. Ja, ich mag sehr gerne Sauerkraut, habe also so circa 20 Minuten vorher, ich würde sagen, es waren so 5 Gabeln etwa, also schon eine ganz gute Portion Sauerkraut konsumiert. Und das trug dazu bei, dass trotz der Tagliolini der Anstieg deutlich geringer war. Und dann habe ich die Saccottini nochmal probiert. Aus dem ersten Video hast du vielleicht mitbekommen schon, dass die Saccottini beim ersten Mal einen starken Anstieg bewirkt haben bei mir. Und in diesem Fall war der Anstieg deutlich geringer. Denn wir haben hier im Vorfeld Kimchi gegessen, das japanische Kimchi. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, den Glukosespiegel niedriger zu halten. Das heißt also auch das 15 bis 30 Minuten vor dem Essen, das ist so meine Empfehlung und die hat sich auch wissenschaftlich bestätigt, wäre eine Option für dich oder ist eine konkrete Option, um deine Glukosespiegel eben niedriger zu halten. Hier zum Vergleich vom 6. August, wo ich auch Saccottini gegessen hatte oder auch Porridge an dem gleichen Tag mit zwei großen Spitzen, die wir hier sehen, in beiden Fällen um die 150 Milligramm pro Deziliter Glukose und in beiden Fällen gab es eben im Vorfeld keinen Apfelessig und auch keine sonstigen sauren Substanzen. Ich werde oft gefragt, ob auch Zitronenwasser helfen kann. Ich habe es tatsächlich auch im Vergleich probiert, habe jetzt keine Grafik hier dafür, aber Zitronenwasser hat bei mir nicht so eine starke Wirkung entfaltet. Sie scheint auch zu wirken, aber es ist vor allem die Essigsäure, die in dem Zusammenhang relevant ist. Deswegen wäre der Apfelessig hier wahrscheinlich wirksamer. Meine letzte Erkenntnis und die 10. Erkenntnis, mit der ich das Ganze ein bisschen abrunden möchte, lautet: Zucker ist nicht alles, aber wichtig. Natürlich ist eines klar, unsere Gesundheit hängt ja von vielen, vielen Faktoren ab, weitaus mehr Faktoren als einfach nur dem Thema Glukosespiegel. Aber ich glaube nach wie vor, das Thema wird zu sehr unterschätzt und das hat vor allem damit zu tun, dass die meisten einfach nicht messen.
Und hier gilt der einfache Spruch, if you never try, you will never know. Deswegen möchte ich dich gerne inspirieren mit meinem eigenen Experiment, was für mich sehr lehrreich war, deinen eigenen Glukosespiegel mal zu tracken. Über 14 Tage genau das zu machen, was ich gemacht habe und mal zu schauen, wie wirkt denn in meinem Fall meine bisherige Ernährung auf meine Glukosespiegel und wie reagiere ich in meinem Befinden anhand der 5 Parameter, die ich dir vorgestellt habe und der entsprechenden Messdaten, die du selber erheben kannst. Wenn du eine medizinische, professionelle Unterstützung dabei möchtest, kannst du dich natürlich sehr, sehr gerne jederzeit in unserer Praxis melden. Wir begleiten dich dann. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir direkt Zugriff haben auf deine Daten und deine Glukosekurven sehen können und dann nach 14 Tagen mit dir diese besprechen und konkret die Schlüsse daraus ziehen, was wir daraus lernen können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für deine Gesundheit, viel Freude mit deinem persönlichen Experiment. Wir sehen uns.